Herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Vergib diesen Männern ihre Sünden nicht. Schicke sie in die gleiche Hölle, die sie über unser Land brachten. Das ist kein Ort für dich, Heiden. Geh, bevor der Zorn des Vaters dich trifft. Wertvolle Opfergabe. O Herr, nimm diese Gaben, mein Blutopfer, als Zeichen meiner Ergebenheit für deine gute Sache. Ich habe ein Dutzend Heiden erschlagen, um deinen Ruhm zu mehren. Auch wenn einer hoch unter die Dachsparren kroch, um zu sterben, zerschmettere ihn dort, wie es dir beliebt. Mögen sein Blut und sein toter Körper dich gnädig stimmen, o Herr. Dein dir ergebenster Apostel, Sankt Elf Wiene, der Heidenhammer. Eieiei, was sind das für eine? Kann man mit der auch reden oder kann ich hier nur lesen? Hast du diese Männer getötet? Sie haben sich selbst getötet, als sie diesen heiligen Boden schändeten. Gott erzählte mir alles. Dann befahl er mir, sie zu züchtigen. Und über dich hat er mir auch viel erzählt. Halt ein, Sechsin! Ich will dir nichts tun! Ich warnte dich, du solltest gehen! Nun lenkt Gott meine Hand! Treffe ich die auch mal, oder? Sag mal. Weich bloß nicht aus. Mach gar nichts am besten. Und hier fuhr doch nur noch brachiale Gewalt. Wiederhole es. Was hat dein Gott über mich gesagt? Mein Gott nennt dich den Teufel mit den Krähenaugen. Und er sendet seine Engel, um dich zu finden und zu töten. Und dann werden sie dich in den Höllenschlund werfen. Dämon. Okay, also das war dann wohl ein Weltereignis, was sehr unschön für diese Madame hier ausgegangen ist. Okay. Ja. Kann man nichts machen. Wem es an Intelligenz fehlt, ne? So, eigentlich sollte ich hier... Ah, dann... Nach, Sühnen. Okay. Björn Blutzahns Höhle sollte hier in der Nähe sein. Dass ich das ohne Wolf mache. Allerdings wäre es ganz schön, wenn wir hier irgendwas finden würden, wodurch ich mich mal heilen könnte. Das ist, glaube ich, nur Adrenalin hier, oder? Ah, ne, das ist auch Gesundheit. Okay. Das muss Björn, der Berserker, sein. Meine Augen können den Anblick nicht vergessen, Jarl. Oh, ist der Bär schön. So lang fiel es herab. Wie nennt man euch, ihr Bären heute? Wolfshemden, Koster von Blut. Man nennt uns Schildbeißer, Mauerbrecher, Saat der Schlachtenflut. Bald, Alfild. Bald. Die sind aber beide ein bisschen durch, ne? Sowohl der Bär wie auch der Typ. Ein Mann, der an der Seite eines großen weißen Bären kämpft. Du bist Björn Blutzahn. Frag die Toten. Was erzählen sie dir? Sie sagen, wir wollen keine Formwandler in diesen Landen. Sie wollten mich tot sehen. Sie waren nicht die Ersten. Und du? Willst du dir einen Namen machen? Eine Leiche mehr auf meiner Schwelle macht keinen Unterschied. Ich bin nicht hier, um gegen dich zu kämpfen, Björn. Ich bin Eivor vom Rabenclan und biete dir einen Platz in unserer Halle. Ich habe keinen Clan und brauche auch keinen. Du lebst lieber allein hier mit deinem Bären? Ich übe lieber Rache an dem Mann, der meine Frau erhängte und den Krähen überließ. Wer ist dieser Mann? Ein mercischer Ätherling, dessen Name meine Lippen nicht besudeln soll. Er hat viele Männer. Womöglich ein Herr. Doch das hält mich nicht auf. Dann lass mich dir helfen. Wenn du wahrlich deine Frau rächen willst, dann darfst du nicht im Kampf fallen. Ich denke darüber nach. Njal, geh mit meiner Bären. Füll ihr den Bauch. Und wenn Njal dir vertraut, wer weiß, vielleicht kannst du mit mir kommen. Oh ja, 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 ja. Sprech mit Njal. Du bist zahm für solch ein wildes Tier. Ist das so? Sag mir, was frisst so ein Bär wie du? Was immer du willst, ja? Am besten zeigst du es mir. Wahrscheinlich kommt er jetzt an, dass ich ihm Fisch besorgen soll oder so.
Eine Schüssel zur Herstellung des Berserkertrunks. Riecht nach Pisse und Tollkirsche. Lecker. Ja, ich bin da. Du kannst ruhig weiterlaufen. Das sieht so süß tollpatschig aus. Das erinnert mich an meinen Freund. Die Skalden sagen, Björn trug dich in die Schlacht, als du noch ein Junges warst. Zog dich auf, wie man ein Kind aufziehen würde. Wohin? Ja, wohin möchtest du? Sag mir nicht, du willst Lavendel fressen. Ich weiß auch nicht, ich glaube nicht, dass es Lavendel ist. Deine Lieblingsblumen? Das ist aber kein Futter, Njal. Erinnert mich an den Sommer in Nordwege. Wir hatten solche Felder unweit von Hemings Halle. Ich verstehe, warum Björn dich gern in seiner Nähe hat. Und was besorgen wir jetzt zu fressen? Also doch Fische? Ich sehe, du willst Fisch. Dabei kann ich dir helfen. Ja, ich habe doch ein gutes Bauchgefühl. Ich wusste es doch. Okay, dann gucken wir nochmal eben. Sieh an, so viel leckerer Fisch. Längst nur ein kleiner Schätzelein. Füttere den Katzenwels. Willst du etwas fischen, Jal? Hier. Ach, wie man Tiere abschlachtet. Das ist okay, wenn man zuguckt. Aber wenn ein Bär einfach nur einen Fisch frisst, das ist nicht okay. Das geht doch nichts über frischen Fisch. Friss dich satt, meine Gute. Ich kümmere mich in der Zeit um die Soldaten. Das dauert nicht lang. Oh. Dann wird es nicht mehr dauern. Du bist so gut. Diese Männer haben euch gesucht, Njal. Björn könnte auch in Schwierigkeiten sein. Moment, ich muss mal eben wieder auffüllen. Was machst du denn? Du sollst hier nicht rumspielen. Kehre zu Björn zurück, komm. Njal? Hey. Komm mit mir mit, Schätzchen. Dann nicht. Bären sind halt doch sehr eigenwillig. Wir sind hier runtergekommen, meine ich, ne? Moment. Hä? Zeig es mir. Ist doch richtig. Wieso zeigt er mir denn jetzt? Ach, der hat mir das daneben angezeigt. Okay. Das vielleicht nicht unbedingt. Oh. Kommst du nicht? Ja!
perfekt. Ist da noch einer? Nee, ne? Steht aber immer noch, töte die Soldaten. Ach, da. In den Staub vor mir! Nee, doch nicht da. Da. Da war mal einer. Komm, wir reden mal ein bisschen. Du hast einen starken Kriegsarm, Rabenhemd. Diese Männer waren nicht nur auf den Ruhm aus, einen großen Berserker zu besiegen. Nein. Das waren Gefolgsleute des mercischen Ätherlings. Meines Todfeindes. Des Mörders meiner Frau. Wie starb deine Frau, Björn? Berühmtheit hat zwei Gesichter, Eivor von den Raben. In Nordwege ersehnten viele junge Tane den Ruhm, mich zu töten. Sie starben. Ich wurde des Tötens müde. Alfred und ich kamen für einen Neuanfang hierher. Für ein ruhiges Leben. Doch dein Ruf segelte dir voraus. Dieser mercische Ätheling erfuhr von deinen Taten und wollte sich mit deinem Blut schmücken. Du hast recht. Nur wollte er, dass ich vorher den Berserkertrank zu mir nahm. Als ich mich weigerte, befahl er es, bot Gold, verspottete mich sogar. Dann erhängte er sie. Alfred. Deine Blutfehde ist gerechtfertigt. Doch wenn es etwas ist, das du allein tun musst... Nein, du hast recht. Ich will nicht im Kampf sterben. Sondern in dem Wissen, dass meine Frau gerecht wurde. Ich will diesen Mann töten. Hilf mir. Sag mir, was du brauchst. Tollkirschen. Das ist die letzte Zauberzutat für meinen Berserkertrunk. Sollst du haben. Und wenn alles vorbei ist, gehört dem Rabenclan deine Axt, hoffe ich. Wenn du die Tollkirschen findest, bring sie mir unter den Galgenbaum südlich von Beodritches Wort. Tollkirschen wachsen häufig bei Friedhöfen und die Sachsen legen ihre Friedhöfe rund um ihre Kirchen an. Oh, süß. Tollkirschen wachsen auf Friedhöfen. Davon gibt es im christlichen Englerland mehr als genug. Ja, das ist doch mal eine gute Aussage. Das Ritual des Berserkers. So, finde und sammle Tollkirschen in East Anglia. Man findet sie häufig auf den Friedhöfen. Kirchen verfügen oft über Friedhöfe. Ja, das haben wir jetzt schon bestimmt dreimal gehört. Aber es ist auf jeden Fall gut, dass es oben nochmal drin steht, weil, ne, mein Erinnerungsvermögen, das wollte ich eigentlich sagen. Und so weiter. Großschwert haben wir nicht, brauchen wir nicht. Betäubung. Ach so, wir wollten eigentlich, genau, da machen wir noch einen Punkt rein. Kein Großschwert. Fähigkeitenschaden. Oder Dänenaxt. Verbessert die Beherrschung von Dänenäxten. Habe ich denn eine Dänenaxt? Ist eine Bartaxt. Ist das das Gleiche? Oder muss die dann Dänenaxt heißen? Ich weiß nicht. Ah ne, das ist Feindänenaxt. Das ist also wirklich wahrscheinlich in erster Linie für die Wölfe, wenn ich das jetzt hier richtig sehe. Für die Wolfslinie. Nicht so wirklich für die Berserkerlinie. Hammergesundheit. Ja. Die Gesundheit würde ich aber auch schon gerne machen. Deswegen gehe ich mal auf den Fähigkeitsschaden. Ja, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und in der nächsten Folge holen wir dann hoffentlich die Tollkirschen und sehen dann, was es mit diesem Ritual auf sich hat. Und ja, ich denke mal, dass wir ihn dann auch hoffentlich in dem Moment schon beistehen können, dass er seine Frau rächen kann. Ja, ich habe mich jetzt schon mal in die Nähe dieser Tollkirschen begeben und ich finde jetzt gerade nicht mehr, in welche Richtung ich gehen muss, weil das die Markierung ist jetzt gerade weg. Das ist natürlich super, aber ich könnte mit dem Raben... Spähe für mich in die Ferne, Hühnen. Mal eben schauen. Ich glaube, hier ist auch keiner, ne? Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Oh. Da
Kann ich natürlich noch so oft auf Einsammeln drücken, wenn ich das Ding vorher nicht kaputtgeschlagen habe. Tollkirschen haben einen sehr eigenen Geruch. Wie dieser. Sie müssen nah sein. Ja, da haben wir das welche. Das sind genug Tollkirschen. Ein übel riechendes Kraut. Ich sollte Björn aufsuchen. Finde den Galgenbaum und gehe zu ihm. Ach so. Ach, da müssen wir gar nicht wieder zurück. Okay. Was ist hier eigentlich mit dem Kloster? Anscheinend ist hier ja keiner. Gibt es hier noch irgendwas, was man bekommen kann? Oder... Das war Adrenalin, okay. Ach, das ist das Kloster. Oh, verstehe. Okay. Dann machen wir uns doch mal auf zum nächsten Ort. Das ist also der Galgenbaum. Hallo, wieso kommt das immer? Für Björn, wie versprochen. Deine Tollkirschen. Gut. Sie haben die nötige Macht für das kommende Ritual. Es ist fast fertig. Die Skalden sagen, Odin habe sich an einem Baum wie diesem erhängt. Die meisten sterben, doch er überlebte. Yggdrasil, der Weltenbaum. Odins Galgen. Der Ort, an dem Leben und Tod eins sind. Reite mit mir, Rabe. Der Seder erwartet uns. Ja, pass auf, dass da keine Drogen drin sind, ne? Der Berserkertrunk ist stark. Er mag dir Einblick in die Geisterwelt geben. Oder dich in ein wildes Tier verwandeln. Was auch passiert, stell dich ihm ohne Furcht. Wie nennt man euch, ihr Bärenhäute, Wolfshemden, Koster von Blut? Wir sind die Schildbeißer, Mauerbrecher, Saat der Schlachtenflut. Was bringt der Kampf euch, ihr Bärenhäute? Ihr Wolfshemden, Koster von Blut! Wir kämpfen für Ruhm, wir Schildbeißer! Mauerbrecher, Saat der Schlachtenflut! Muss ich den jetzt töten? Weil das ist doch er, oder nicht? Aber ich glaube, mir bleibt keine andere Wahl, oder? Ach, die ist nur am Boxen. Ja, das muss er sein. Schon, ich will den nicht töten. Oh oh. Warum ist da auf einmal so viel Blut?
Ich war dem Tod schon oft nah. Doch das hier, das war anders. Fühlt sich an, als hätte mir ein Jötun den Kopf zerstampft. Ein prächtiges Gefühl, oder? Berserkertrunk bekommt mir nicht so sonderlich gut. Aber du lebst noch. Fühlst du die Macht des Bärenblutes, das durch deine Adern strömt? Ja, aber du warst ein Bär. Und ich spüre die Bärenmacht noch immer. Ich bin bereit. Wohin? Die Mercer, die meine Frau ermordeten, verkriechen sich in Beodritches Wort. Wir werden sie alle töten! Zu mir! Njal wird mercisches Blut kosten! Zeig mir, was du kannst, denn so? Berserker! Für Alfie! Ich glaube, der dreht gerade ein bisschen am Rad. Ich hätte jetzt gerne meine Truppe gerufen, aber das wird wahrscheinlich eher nicht gehen. Nebenbei mal ein bisschen zur Heilung mitnehmen. Hallo, du sollst mich schlagen. Wir kommen mit Bärchen. Deinen Namen vergessen, ist aber nicht so schlimm. Ich sollte mein Gesicht verdecken. Warum? Wir greifen doch eh gerade an. Zu mir! Njal! Ja! Nichts von hinten hier. Wenn ihr euch umdreht, weil ihr so Feiglinge seid, kann ich auch nicht so viel. So, wo müssen wir überhaupt hin? Rabe nicht verfügbar. Junge, wo müssen wir hin? Ach, ich... Nee, das ist... Nicht der... Du ließest sie töten. Meine Art. Da hinten ist der. Oh, hallo, geht es noch? Wir schaffen das. Ich weide dich aus. Ich wollte schon immer gegen einen Berserker kämpfen. Kommt von der Seite. Mann, jetzt lass dich nicht ablenken. Bitte. Gott wird uns nicht verlassen. Wo ist er? Und ein weißer Bär. Hallo. Mach dich bereit, du. Schönes Stück. Oh, ich kann den überhaupt gar nicht... Oh, was ist denn das?
Kommen da jetzt immer mehr oder was? Ja. Kommt mir nach. Ach, jetzt schlag den noch mal, Mann. Ich brech dir das Rücken. Ich breite dich aus. Gemeinsam. Du gehörst mir. Also gedacht, ne? Das ist der gar nicht. Scheiße. Nein, jetzt geh doch mal hoch. Mann. Er steht wieder. Na komm. Björn? Hallo? Wo willst du hin? Lässt du mich jetzt hier alleine zurück, oder was? Komm mit, Schätzchen. Mann, wieso geht der immer in dieses scheiß Menü? Sag mal, mach doch einfach den Scan. Ist der B jetzt bei uns? Nee, aber er kommt anscheinend. Okay. Björn, dein Feind ist tot. Du hast deine Vergeltung. Ja. Doch nun fürchte ich, ich muss dich noch um eines bitten, wenn du willens bist. Was ist los? Jall ist müde. Ich werde mich unter dem Baum, wo all dies begann, um sie kümmern. Bitte, bring uns ein paar ihrer Lieblingsblumen. Sie sehen aus wie... Ich weiß welche. Ich sammle sie und komme dann zu dir, unter den Galgenbaum. Bleib stark, mein Kind. Björn ist hier. Ich sah einige von Jals Lieblingsblumen hinter dem Galgenbaum. Hinter dem Galgenbaum? Okay. Dann auf. Immerhin ist das eine ganz wichtige Aufgabe, die ich hier habe. Außerdem sind wir dann am Galgenbaum auch direkt in der Nähe. Hier sind doch schon welche. Au. Das Grab seiner Frau. Kein Wunder, dass er oft zu diesem Baum kommt. Blumen für Njal. Dann auf zu Björn unter dem Galgenbaum. Das war der doch hier, oder nicht? Hallo? Der soll direkt hier sein. Wo ist er denn? Junge, wo hast du dich versteckt? Sühnen, leite mich. Ja toll, er ist irgendwo hier. Ich bin jetzt aber einmal komplett um den Galgenbaum rumgelaufen und er war nicht hier. Was soll denn das jetzt? Hä? Ach, jetzt ist er auf einmal aufgetaucht. Ah, also man muss ihn erst suchen, damit er dann auftaucht, oder wie? War das in der Richtung? Ach, da.
brachte sie hierher, wo es begann, wo es endet. Nein. Ich verstehe. Sie erhängten meine Frau an diesem Baum und begruben sie zwischen seinen Wurzeln. Ein finsteres, unverdientes Schicksal. Wir nahmen Njal als Junges auf, sie und ich. Wir hatten keine Kinder. Nun sind beide fort. Nur ich verbleibe. Liebe Njal, du warst immer an meiner Seite. Den besten Teil meines Lebens. Warum muss es so enden? Ja, also das mit den Los ist natürlich Quatsch. Sie leben in den Ruhmeshallen fort, ist natürlich ganz schön, aber es sind halt beide, naja gut, der Bär schon irgendwie, aber die Frau ist natürlich keine Kriegerin gewesen. Wir streben nach Ruhm und Ehre und guten Taten. Mehr können wir nicht tun. Ja. Selbst die Götter werden sterben. Die Nornir flechten unseren Untergang. Und niemand kommt dagegen an. Wir sind nur einzelne Fäden. Und wer kennt schon das Muster, das sie weben? Mach das nicht. Warum hat er den Bär auch mitgenommen? Du hast mich gefragt, ob ich mich deinem Clan anschließen würde. Ich bin bereit. Gut. Ich habe einen Platz für dich auf meinem Langschiff. Mein Clan wird dich willkommen heißen. Auf unseren Reisen werde ich von Alfhild und Njal singen, von ihren Taten. Ich werde ihren Namen in die Schlacht tragen. Wenn du bereit bist, folge dem Nene bis zu meiner Siedlung. Wir werden dich als Bruder begrüßen. Ich werde der Berserker des Rabenclans sein. Ja. Normalerweise freue ich mich ja jedes Mal, wenn ich eine Quest abgeschlossen habe, aber in dem Fall muss ich ganz ehrlich sagen, dass das Ganze doch sehr von traurigen Momenten überschattet wird. Ich freue mich natürlich auf jeden Fall, dass Björn sich uns anschließt, aber es ist trotzdem sehr, sehr schade natürlich um die Bären, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Naja, oder so? Ich weiß es nicht mehr. Ja, das überschattet gerade irgendwie alles. Ich bin so ein bisschen so, gerade. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.